Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Herz, Seele, Ball heute mal wieder mit einer Spezialausgabe, weil ich bin mal wieder unterwegs mit diesem Thema hier, und zwar in Tuttlingen. Das Catering habe ich schon fast aufgegessen und war ganz stolz heute, als ich hierher kam. Und das ist das, wovon man immer träumt als Künstler, eine eigene Bühnengarderobe zu haben. Aber die hatte ich natürlich nicht alleine. Nein, ganz im Gegenteil. Mein Co-Moderator, das ist das falsche Wort, Wolfgang Bosbach, hatte auch eine eigene Kabine. Und wie ich sehe gerade, eine mit Besetzungscouch, eine viel schönere, als ich sie habe. Naja, gut, einer muss ja der Star sein. So, jetzt will ich euch mal mitnehmen hier durch die Gänge zur Bühne, damit ihr mal seht, wo wir heute hier auftreten. Ich finde das immer spannend. Endlose, endlose Gänge. Aber wisst ihr was? Wir zeigen euch jetzt schon mal eine kleine exklusive Geschichte, nämlich Ausschnitte aus der Bayern-Doku, die demnächst bei Amazon läuft. Und mein Freund Mario Kottkamp hat mir diese Ausschnitte zur Verfügung gestellt. Bitte, Martin. Was ist der FC Bayern? Wir sind ja hier schon wie so eine kleine Familie. Das FC Bayern-Trikot, das wiegt ein paar Kilo mehr. Die Bayern! Weil die Legenden immer noch bei dir auf der Schulter sitzen. Riesen Respekt vor eurer Leistung. Aber ich bin auch irgendwann mal, ja, wie soll ich sagen, am Ende. Hallo, ich bin der Joshua Kimmich. Als Kind, da konnte ich noch nicht ganz so gut mit der Emotion umgehen. Und dann sind bei ihm halt immer schnell die Tränen ausgebrochen. Ich war 16 Jahre alt. Ich habe meinen Vater verloren. Und das war eine der schwierigsten Zeit in meinem Leben. Mein Vater schaut auf mich von oben, bevor ich auf den Platz gehe. Schau mal, Choupo, wie er da sitzt und denkt, das ist gleich hier eine Poolparty. Wenn der FC Bayern einmal die Meisterschaft nicht gewinnt, dann sind wir gleich in der Krise. Ja, wir werden den neuen Trainer treffen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 23 Hansen, wirklich. Welcome to my life. Sie ist Mama, große Schwester, sie ist echt die Beste. Parfüm, Junge, hab ich auch. Diese Mannschaft will es. Wer soll die schlagen? Ich habe keinen Spieler erlebt, der es geschafft hat, so nervig zu sein für Thomas Müller. Sagt der Verkäufer. Scheiße, jetzt habe ich die Pointe vergessen. Ich glaube, dass man den FC Bayern im Herzen trägt. So, und ich bin dann wirklich jetzt fast auf der Bühne. Großer Saal. Treppen muss ich auch noch steigen. Übrigens, ganz am Schluss von Herz, Seele, Ball kommt heute der Bericht von Wilhelm aus der Kreisklasse in Bremen. Und da war es so, dass Wilhelm gegen eine Mannschaft spielte, die das Bayern München sozusagen ist, der Kreisklasse. Und fast hätte es eine so eine Sensation gegeben. Sonst bin ich völlig außer Atem, aber habe den Weg zur Bühne für euch geschafft. Da sind die Menschen, die hier hart arbeiten werden. Ja, die bereiten alles vor, harte Arbeit, ne? So Menschen, die hier auftreten. Noch ist keiner da, aber nachher, ich habe gehört, 3000 verkaufte Karten und ja, ein Herz und eine Seele, 52, ein Jahrgang, zwei Leben. So, das war der kurze Weg hier durch die Halle. Und für euch gibt's jetzt Wilhelm mit den sensationellen Berichten aus der Kreisklasse in Bremen. Fast eine Sensation. Und morgen dann mehr Herz, Seele, Ball. Wir waren am Mittwochabend ganz nah dran an der Riesensensation. SV Beten, SV Blau-Weiß Galgenmoor, 3:1, Halbzeit 2:0. Der SV Beten ist der absolute Klassenprimus. Die hatten bisher 9 Spiele, haben alle 9 Spiele gewonnen und dabei 40:4 Tore erzielt. Und gegen uns waren sie, sind sie hauchdünn
an einem Unentschieden vorbeigeschrammt. Wir lagen zur Halbzeit 2-0 zurück. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das 2-1 gemacht durch Malte Sinningen nach Ecke von Yannick Borchers und hatten danach noch drei Riesenchancen zum Ausgleich. Die haben wir leider nicht genutzt und am Ende haben wir natürlich, wie man das so macht, alles nach vorne geworfen, um noch den Ausgleich zu erzielen. Und dann gab es einen Konter von Beten in der Nachspielzeit in der 92. Minute und da hat Beten dann das 3-1 erzielt. Und an dem Jubel einer Mannschaft bei einem Tor kann man immer erkennen, wie so ein Spiel gelaufen ist. Die Beter haben sehr ausgelassen das 3-1 gefeiert, weil sie sehr glücklich waren, im 10. Spiel den 10. Sieg einzufahren. Aber wir waren absolut auf Augenhöhe, hätten ein Unentschieden definitiv verdient gehabt. Aber der Sieg, das sage ich als Sportsmann, der Beter war im Ergebnis nicht unverdient, ganz klar. Von den Spielanteilen definitiv. Aber wie gesagt, meine Mannschaft hatte sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit sehr große Torchancen. Leider haben wir davon nur eine genutzt. Aber meine Mannschaft hat gestern ein sensationelles Spiel hingelegt. Wir wurden nach dem Spiel mit Lob überschüttet. Und das ist nach einer Niederlage ja nicht unbedingt normal und selbstverständlich. Und wir haben gestern ganz viel Selbstvertrauen getankt. Wir hatten davor ja in 3 Spielen 7 Punkte geholt. Gestern hätten wir gerne den 8. Punkt aus dem 4. Spiel mitgenommen. Aber das war gestern eine Niederlage, die uns ganz, ganz viel Mut, Selbstvertrauen und Moral gegeben hat. Und am Freitag, also am jetzigen Freitag haben wir schon das nächste Spiel. Diese Woche haben wir ja 3 Spiele am Stück. Da spielen wir gegen den Tabellenachten Elisabethfehn in Elisabethfehn. Und sollten wir dort erfolgreich sein, dann werden wir Elisabethfehn überholen und auf den 8. Platz gehen und würden dann in dieser Saison das erste Mal auf dem 8. Tabellenplatz stehen, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Und genau das ist ja unser ganz großes Ziel. Und genau das gehen wir in Elisabethfehn an. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt